Nach Corpus, nach dem Ballettabend, den ich ja hier auch schon kreiert habe mit dem Ballett von Metz. Es ist ein Riesengeschenk für mich, weil ich diese Company hier in Metz sehr schätze und sehr liebe. Nach dem Angebot, dass ich hier einen Ballettabend über Puccini kreieren darf, habe ich natürlich als allererstes erstmal Puccinis Lebenslauf gelesen. Er war ein Frauenverführer, er war ein leidenschaftlicher Rennfahrer, er war ein leidenschaftlicher Kettenraucher. Es gibt viel über Puccinis Leben zu erzählen. Aber für einen Ballettabend hat es mir insofern nicht gereicht. Natürlich fällt einem zuerst in allererster Linie ein die großen Opern wie Tosca, Manon, La Bohème, Butterfly. So, und wer kann nicht besser erzählen als Puccini selbst, wenn er tänzerisch durch seine Opern als Hauptprotagonist schwebt? Und so bin ich auf die Idee gekommen, aus Puccini 7 Puccinis zu machen. Und diese Puccinis sind sozusagen die Reisenden, die eigenen Hauptprotagonisten. Das war für mich ein ganz großer Ansatz. Und somit habe ich 7 Bilder geschaffen, bis hin zu seinem Vermächtnis, bis hin zu seinem eigenen Requiem, bis hin zu seinem eigenen Tod. Ich glaube, Menschen, die meine Ballettabende bisher gesehen haben, unter anderem auch Corpus, werden mich kennengelernt haben als einen sehr emotionalen Menschen, sondern ich glaube auch, dass sie sehr berührt sein werden von der Emotionalität und von der Stärke dieser Company, wie sie meine emotionalen und leidenschaftlichen Visionen umsetzen.